Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf dem Kanal. Und zwar zu Fallout 76. Und das ist der Neo. Ja, ich habe außersehen eine Fehlinformation im Rainbow-Video gegeben. Und zwar wird Max das auf seinem Kanal nicht wirklich dauerhaft spielen, sondern wird ab und zu mal bei mir dabei sein. Das heißt, Fallout 76 läuft ausschließlich auf meinem Kanal. Und wir haben schon seit dem 14. als dieses rausgekommen ist gespielt. Ich bin schon Stufe 16 und wir haben heute eine wunderbare Mission. Und zwar sind wir in einer Firma und haben uns für diese beworben und holen uns jetzt eine ID-Card. Ja. Und ich habe keine Ahnung, was wir hier zu tun haben. Ich weiß halt bloß, dass wir hier irgendwas was machen müssen. Was war das? Ich habe Angst, kann ich hier hoch? Tatsache, hier ist die Glasscheibe. Ne, die will ich nicht untersuchen. Ja, die Spielmechanik von Fallout 76 ist sehr kompliziert, muss ich ehrlich sagen. Also, ich war schon ein bisschen verwirrt, als ich das gesehen habe. Aber hey, das Spiel macht Spaß und wir gehen jetzt als Bergbaumensch hier einfach mal rein. Und ID-Card. Ja, wir haben es öfters versucht, irgendwie zu let's playen. Das Problem war halt immer, entweder wurden die Server gewartet oder es gab halt nichts wirklich Interessantes zu sehen. Jetzt bin ich hier, mache das jetzt mal schnell, die erste Folge alleine. Ich habe auch schon eine Folge mit Max aufgenommen, die aber leider halt nicht so wirklich populär war, beziehungsweise wir haben auch nicht so wirklich viel geredet gehabt. Da ist ein blaues Netz, das haben wir hier feines. Ach, hier muss ich sogar durch. Gut. Und wir müssen uns von dem Typen zulabern lassen. Was hast du denn zu sagen? Benutzer entdeckt. Stelle Verbindung her. Benutzerverbindung festgestellt. Hauptader 003 bereit. Junge Frau, sie lecken. System 003 vor Hilfe an. Brennstoffniveau kritisch. Rum kritisch. Oh. Diese Hauptader fordert Reparaturbarke an. Benutzer Reparaturbarke abholen. Benutzer. Also der jungen Frau geht's anscheinend nicht gut. Reparaturbarke abholen. Ja gut. Und ich muss anscheinend darunter. Okay, kann ich hier lang? Oder wie schaut's aus? Ich muss auf alle Fälle irgendetwas reparieren. Oh, da wurde der Fusionskern schon rausgenommen. Ja, ich habe übrigens auch schon eine Powerrüstung. Um genau zu sein, zwei Stück. Die ich aber leider nicht voll ausgerüstet tragen kann. Ich muss hier irgendetwas suchen. Ich würde sagen, das ist das Ding, aber ne. Also hier ist es irgendwo. Ist es vielleicht hier drin? Bleierz. Noch mehr Bleierz. Bisschen anderer Stuff, das ist nicht schlecht. Was haben wir hier so feines? Eisenerz, nehme ich auch mit. Eisen ist gut. Ist gut für Minekraft. Also der andere Typ da, der, den ich nicht kenne, der Polizeiuniform. Muss es irgendwo sein? Typ, hast du irgendwas? Nein. Liegt es auf dem Boden? Skelett, du bist mir im Weg. Hättest du nicht woanders sterben können? Klammer. Und ich habe Hunger. Na super. Habe ich noch irgendwas zu essen? Na gut. Das war jetzt ein bisschen blöd. Ich habe noch eine Melone. Bisschen Bier. Aber nicht so wirklich was zu essen, oder? Steak habe ich noch, ja, das war's aber auch. Verdorbenes Fleisch, Erkrankungschance, das kann eigentlich weg. Wackelpuppe, Kronkorken, verbesserte Kronkorkenverräter. Und Zucker habe ich noch. Essen 1%, naja gut.
Hier muss irgendwo noch etwas sein. Gut, jetzt bin ich hier schon raus aus dem Radius. Also muss das hier irgendwo sein. Durchsuche das Labor nach Informationen. Ich sehe hier weder ein Terminal noch irgendwas anderes. Kann ich mit denen quatschen? Ja. Kritisch. Okay, die sagt mir das Gleiche. Hier muss doch irgendetwas sein. Ich bitte euch. Externe Verbindungssysteme sind auch nicht gerade die neuesten. Du wirst mal was Schönes gleich sagen. Äußerst niedrig. Ja, das war mir klar. Gibt es da oben irgendwelche Informationen? Da oben ist bloß ein Labortisch. Eine Papiertüte ist ein verdorbenes Fleisch, das war's aber auch. Reparaturen erforderlich. Kann ich die Skelette durchsuchen? Nein, kann ich nicht. Was? Ich finde hier keine Informationen. Die Blätter sind ja alle Matscher. Wer ist Daniel? Ich bin nicht Daniel. Mein Name ist Neo. Zange und Schraubenschlüssel. Hier ist die Karte. Ich finde die Information. Oh. Ah ja, ich verdrück mich jedes Mal. Leute, ich brauche Informationen. Oh. Okay. Ach da. 3, 6, 9, 8. Und 4. Anforderungscode akzeptiert. Gebe Reparaturmarke aus. Was, war's das? Was muss ich jetzt tun? Ach nee, ich muss jetzt noch der andere aktivieren, oder was? Ach nee, das ja. Freigabe für Markeneinsatz erteilt. Benutzer nach. Okay. Unten. Nach 5 Stunden langem Suchen. Einsetzen. Endlich gefunden. Oh, Alter, was ist mit dem passiert? Hallo. Gehen wir mal wieder eine Etage, entweder tiefer oder höher. Mal gucken. Also, es ist so eine komplizierte Mission habe ich auch noch nicht gehabt. Hui. Oh, hier ist eine Waffenwerkbank. Nicht schlecht. So, was haben wir hier Feines? Ja, ich leide hier unter Strahlung anscheinend. Ich habe jetzt Peilsender eingeführt. Was soll ich jetzt machen? Start der Barke festgestellt. Eine 44er brauche ich jetzt eigentlich nicht. Davon habe ich noch genug. Was haben wir hier so schönes drin? Schießpulver im Rucket. Benutze die Reparaturbacke, okay. Reparatursysteme aktiviere Hauptader-Status. Ich glaube, ich muss das anhören. Wiederhole Status normal. Leite Durchbruchsvorgang ein. Benutzer, bitte zurücktreten. Oh! Anwesenheit von Benutzer erkannt. Vorrangige Materialien in Andockstation abgelegt. Hauptader 003 vollständig, Benutzer. Hauptader vollständig. Hauptader wird das nicht vergessen. Oh, jetzt geht er wieder rein. Okay. Nimm das Geschenk der Hauptquartierader, okay. Mach ich. Was kriegen wir? Und was habe ich jetzt gekriegt? Ich
Schwarze. Okay, ein bisschen Schrottkupfer. Ist nicht schlecht, aber. Oh, wir sind Stufe 17. Hey! Nehmen wir jetzt zwei Perks. Ich hoffe, wir haben jetzt noch mal ein bisschen neuen Stuff. Blutsauger brauche ich nicht. Intelligenz. Waffenschmied. Auch nicht schlecht. Auch nicht wirklich das. Ich brauche mal Wahrnehmung. Also, ja, gut. Strength, Baba. Schadenresistenz. Versuch, machen mehr Schaden. Messi. Okay. Rüstung wiegt 25% weniger, ist auch nicht schlecht. Coca-Cola-Produkte haben wir jetzt eine doppelte Pulver. Ja, gut, auch nicht schlecht, aber wie oft findet man schon Coca-Cola? Ich glaube, das werde ich mal offscreen noch ein bisschen dann mir angucken. Ich bin zu schwer. Warum bin ich so schwer? Ich habe einen Raketenwerfer gekriegt. Ah, den kann ich verkaufen. Den werde ich so verkaufen, weil der Neo hat in seinem Inventar sogar schon zwei Raketenwerfer. Also jetzt nicht hier in dem Inventar, aber halt in meiner Rüstungskiste, die ich dann auch noch mal zeigen werde. Ach so, ich bin hier oben. Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Dann werde ich mal mich schleunigst hier raus verpieseln und die Raketenwerfer verkaufen, weil der bringt eine Menge Schotter. Und dann werden wir uns auf die nächste Mission begeben. Ja, so sehe ich übrigens aus. Natürlich nicht im Real Life. So hübsch bin ich nun auch wieder nicht. Aber ich glaube, das stört dann keinen mehr, wenn irgendwo Apokalypse ist, weil die dann alle noch hässlicher sind als ich. Also von daher sollte das ja dann kein Problem mehr sein für mich. Ja, Fallout, hast du es dann oder hast du es dann noch nicht? Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du es mal langsam haben würdest. Danke. Wo ist der Bahnhof? Da drüben ist der Bahnhof. Das werde ich euch mal zeigen. Das ist jetzt auch eine neue, würde man sagen, eine Neuerung in diesem Spiel. Also im ganzen Fallout. Und zwar gibt es jetzt Händler an solchen geeigneten Punkten. Jetzt bin ich noch langsam als vorher. Ich muss mal ganz kurz warten. Weil ich werde jetzt ungern den Raketenwerfer wegschmeißen. Weil ich den ganz gerne hätte. Also zu verkaufen. Und da drüben sehen wir dann auch schon den Bahnhof. Wo natürlich keine Züge mehr fahren, ist ja klar. Also ich denke mal noch einmal erholen und dann dürften wir es dann auch geschafft haben. Der Junge hat eine sehr gute Internetverbindung, wie man sehen kann, und auch nur noch Hälfte Leben. Ich warte mal wieder, bis meine Ausdauerzeige voll ist. Oh, und mir geht's wieder klasse, Mensch. Hätte ich ja auch nicht gedacht. Nach so vielen Parts, die ich versucht habe aufzunehmen, hatte ich irgendwie immer irgendwelche Probleme gehabt. Der anscheinend auch. So. Ich möchte ganz gerne was verkaufen. Einzutauschen haben kann ich helfen. Der will mir für den bloß. Nee, vergiss das, Junge. Vergiss das, Junge. So. Transfer.
Dann zeige ich euch mal, was der Neo so Schönes hat. Unter anderem jetzt drei Raketenwerfer. So, meine Pumpgun möchte ich auch ganz gerne hochpimpen, aber das kann ich ja noch nicht. Und die brauche ich eigentlich nicht. Die 10 mm Pistole brauche ich nicht, weil der hat nämlich jetzt ein Maschinenpistölchen. Ja, unter anderem 10 mm Pistolen, Jagdgewehr, Kampfmesser. Also das übliche. Minigun habe ich auch schon gefunden. Kann man aber leider erst ab Stufe 53 nehmen. 35. Massig Raketenwerfer. Ein paar Splittergranaten und Scharfschützengewehre, Munition die ich und halt auch erst andere später nehmen kann. Vorräte sind hier verfügbar. Plasmagewehren, alle Scharfschützengewehre. Alles halt noch nicht benutzbar. Die doppelläufige Schrotflinte ist nicht schlecht, macht 80 Schaden. Würde ich vielleicht mitnehmen, aber noch nicht jetzt. Ja, diese Improvolver kann ich auch noch nicht nehmen. Aber so an sich bin ich schon mal ganz gut ausgerüstet, falls es dann doch irgendwie mal zu Komplikationen kommen sollte. Ich glaube, ich werde noch mal ein bisschen Schrott ablegen. Wie zum Beispiel das hier. Alles sowas, was man halt nicht braucht. Atemschutz ist nicht schlecht. Und ich hoffe, dass ich jetzt mal bald wieder auf meine normale Zahlen komme. Abgetragener Schleier brauche ich nicht. Ach doch, muss ich haben. Okay. Polizeimutzen brauche ich nicht. Uniform nicht. Polizeibrille brauche ich auch nicht. Und ja. Die Sanitätsausrüstung auch nicht. So, jetzt guck mal, was ich an Waffen nicht brauche. Fernglas, Gewicht 2 brauche ich nicht. Molotow-Cocktail kann ich dabei haben. Die Pumpe ist eh kaputt, also kann ich die auch schon mal weglegen. Die würde ich ganz gerne noch behalten. Ah, da würde ich auch ganz gerne. Das Visier runternehmen. Ja. Gut, jetzt dürfen wir auch wieder komplett fertig sein. Was sagt denn unsere Karte? Wo haben wir denn noch eine schöne Mission? Lieber für. Ah, nee, habe ich jetzt auch gerade keine Lust. Was haben wir da für eine schicke Mission? Besorge eine Typ-T-Sicherung. Okay. Könnte man machen. Bin ich jetzt aber auch nicht wirklich in der Lage, das zu bewältigen. Wir haben aber ja noch ein bisschen anderes. Gut. Beugen ist besser als heilen ist die Mission. Also werden wir uns mal da hochbegeben. Nee, ich möchte das doch schon gerne verfolgen. Müsste aber dann hier zu Joes reisen. Ja, bitte. Ah, die haben das System damit so richtig blöd gemacht. Dass man jetzt halt mit Kronkorken bezahlen muss. Findet der Neo nicht so schön? Aber dafür ist halt der Spieler auch gezwungen, sich ein bisschen die Gegend anzuschauen. Das wiederum ja so gesehen auch nicht schlecht ist. So, dann bleibe ich natürlich erstmal hängen an irgendwelchen gewissen Gegenständen. Habe ich irgendwo Gule? Und die haben einen verbrannten Beil. Ist hier noch irgendjemand? Und wenn schon, es juckt mich eh nicht. So. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich über den Berg komme. Da ist ein Fuchs. Wo ist hier ein Fuchs? Hä? Ich habe keine Ahnung, wo. Ah, da ist ein Fuchs. Ich habe voll daneben gesammelt. Warte, Fuchs.
musst du hin? Ach, da hinten. Ah, der ist krank, das sieht man. Aber ich brauche seinen Stuff. Ah, ich kann mit Kim und Korn bei der Dunkelheit nicht zielen, das ist das Problem. Schon besser. So, ich habe einen Fuchs erlegt. Fuchsfleisch. Ist nicht schlecht, gönnt sich jetzt. Also gönnt sich ja sonst keiner. Das ist ein Verbrenner, ich will aber einen Ghoul haben. Millimeter Patronen nehme ich immer ganz gerne, da ich das jetzt die Maschinenpistole habe, die richtig Berg, aber das Spiel ist mir anscheinend keine Wahl, oder doch, das ist ah, der Fuchs greift mir nie an, also hätte ich ihn eigentlich auch gar nicht abknallen brauchen. Jetzt bin ich schlauer. So, dann dürften wir ja fast da sein. Beziehungsweise ich hoffe, dass wir fast da sind. Weil meine Ausdauer, die macht langsam auch nicht mehr mit. Weil der Neo nämlich ein total unsportlicher Mensch ist. Und mir ist es zu still. Viel zu still. Ja. Was haben wir hier hinten so Schönes? Das scheint ein Industriegebiet zu sein hier. Also Leute, das sind ja natürlich erstmal die Anfangswelten, die noch gar nicht so schwer sind. Später werden wir dann in Welten gehen, wo uns der Arsch auf Grundeis geht. Und wir höchstwahrscheinlich mehr als nur einmal sterben werden. Und Neo seine Laune hundertprozentig in den Keller gehen wird. Weil die, da waren wir mit Max außersehen mal gewesen. Ich zeig das aber nicht. Und ich werde dazu auch für die Gegend nicht spoilern. Ich sag bloß, massig brutal, aber wunderschön. So wie halt das Leben nun mal ist. Da drüben haben wir ein Flugzeugwrack anscheinend. Aber ich möchte jetzt keine toten Passagiere sehen. Das haben wir schon in The Forest gehabt. So, da unten dürfte dann der Typ T, die Typ T-Sicherung sein. Dann werden wir uns da mal ganz schnell hinbequemen. Und die befindet sich im Gebäude drinnen. Ja, alles klar. Oh, hier sind Ghoul. Ach nee, die prügeln sich gut. Schieß mich an, ich bin sensibel. Aua! Wo kommst du her? Bowie-Messer. Ein Bowie-Messer brauche ich eigentlich nicht. Darf man da schnell nachladen? Scheint der Bowie im Keller zu sein. Gehen wir mal in den Keller. Und gleich mal die Tür zu und dann werde ich mir mal ganz kurz hierhin verkämpfen. Ach, die sind über mir, interessant. Ja, mach die Tür auf, mein Ami. Hallo? Jagdgewehr. Und 10 mm. Spitzhacke. Kaputt. Aua. Komm mal runter, Manami. Ich möchte, dass du stirbst. Ja, hätte ich gleich getroffen, wäre die ganze Chose nicht passiert. Was ist mit dir passiert? Siedler. Die hat anscheinend was Intus. Nee, der war nicht lustig. Ich weiß. Gut, das brauchen wir nicht.
Wirklich, Bügeleisen brauchen wir auch nicht. Hier scheint wirklich nichts Interessantes zu sein. Außer ein paar Siedler, die ein bisschen zu viel Schem zu sich genommen haben. Wo sind wir hier? Das ist normalerweise eigentlich Stahlbeton. Eigentlich. Die hatte nichts dabei, ich bitte euch. Ich bitte euch alle. Ein Schalldämpfer wäre natürlich auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Bauplan. Und die hat versucht, jemanden zu bohren. Wahrscheinlich noch ein Tunnel. Die Bockköpfe sind auf alle Fälle kaputt, Alter. Finden. Oh, die können sogar reden. Hallo? Ein Schlagring. Was will ich mit dem Schlagring? Oh, hier ist Gold. Ich bin jetzt reich. Was haben wir hier so Schönes? In der Regel gibt es direkt also keine Kronkorken. Auch nicht wirklich. Aluminiumdose nehme ich mit. Erforderlich. Aua! Hallo? Muss ich jetzt erstmal nach dem Schlüssel suchen? Ist hier vielleicht ein Schlüssel? Ah, nehmen wir erstmal den hier. Auf Klo ist nichts. Sagt der Tresor. Alles klar. So. Das nehme ich ganz gerne mit. Metallrüstung brauchen wir nicht. Goldene Taschen auch nicht. Vor Kriegsgeld brauchen wir auch nicht. Unbedingt. Was hast du hier Schönes? Das nehmen wir mit. Schießpulver haben wir genug. Hätte ich da nicht auch außen rumgehen können, ehrlich? Ich wechsle mal wieder auf meine Jagdflinte. Der Ghoul ist tot. Hä? Ich brauche die Sicherung. Ich muss hier runter. Noch mal die Tür. So, und dann soll ich hier rein. Ah, der hat bloß Vorkriegsgeld. Ist hier noch irgendwas? Hm. Hier ist nur ein Minenschacht. Oder soll ich die Spitzhacke nehmen und dagegen schlagen? Nehme ich mir mal die Spitzhacke. Nö. Will ich unten? Was will ich mit der Spitzhacke? Ich verstehe es nicht. Besorge die Typ T-Sicherung. Die muss ja irgendwo hier sein. Hm. Gut, liebe Leute. Da war es das erstmal mit der ersten Folge von Fallout. Ich werde noch ein bisschen nach der Typ T-Sicherung suchen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Fallout 76 wieder. Bis dann. Habt noch einen schönen Tag und ciao, ciao.